Herzlich willkommen zu Kirby's Blowout Blast. Da gibt es heute einen Part von, weil das jetzt seit gestern im eShop ist. Bei Nintendo, das könnt ihr wirklich nur im eShop kaufen. Ist ein nettes kleines Kirby-Spiel für zwischendurch. Es ist jetzt kein vollwertiges Kirby-Spiel, möchte ich sagen. Also, es ist eher ein... Ich spiele so vor mich hin, Kirby. Ja, und worauf man auf Perfektion setzen kann. Ihr seht, ich habe schon 3 Level gemacht. Hier Level 1 Plus schaltet sich frei, wenn man Level 1 gemacht hat. Kirby's Blowout Blast geht wie folgt. Ihr seht links schon Punkte. Also es orientiert sich schon ziemlich stark an Punkten. Darum geht es in dem Spiel. Und es geht darum, in einem Level alle Gegner zu besiegen und das auf die bestmögliche Art und Weise. Also das ist am Anfang natürlich noch ziemlich einfach. Wir haben hier diese 3D-Ansicht. Wir können saugen, wir können springen, wir können das halt, was Kirby kann. Und wir können Gegner einsaugen und damit andere Gegner abschießen. Oder halt Blöcke und damit die Gegner abschießen. So, Level ist jetzt so ein bisschen Tutorial-mäßig. Wenn wir 2 Gegner einsaugen, kommen wir auch durch mehrere Gegner durch. Und zusätzlich sollte man noch die Münzen sammeln. Die gehören nämlich auch zu den Punkten und geben einen Erfolg am Ende des Levels, der zu schaffen gilt, wenn man wirklich 100% machen möchte in dem Spiel. Also es ist echt eine reine Achievement-Jagd sozusagen, eine Punktejagd in dem Spiel. Und am Ende hat man so eine kleine Boss-Area, wo dann immer eine bestimmte Anzahl an Gegnern kommt und auch immer mehr. So, oder zum Beispiel muss man hier gucken, dass man nicht frontal reinschießt, sondern seitlich, um alle 4 gleichzeitig besiegen zu können. Und mal gucken. Oh, das sind, ja, es gibt anscheinend doch noch einen Punkt über Gold, den ich gerade geschafft habe. Ihr seht oben, man kriegt eine Abzeichnung für ohne Schaden, für den flotten Abschluss, wenn man schnell war, alle Münzen gesammelt und alle Gegner besiegt, denn die Gegner verschwinden manchmal. Okay, es geht noch über Gold. Dann versuchen wir in dem Video doch mal alles über Gold zu machen, würde ich sagen. So, ja, das ist Kirby's Blowout Blast. Und wie gesagt, es ist kein vollwertiges Kirby-Spiel. Es hat den Kirby-Charme. So. Und spielt sich auch recht cool. Ist aber jetzt wirklich, ihr dürft da jetzt kein vollwertiges Kirby-Spiel erwarten. Mit krassen Leveln oder so. Also die Designs der Level ändern sich. Aber jetzt nicht so immens, dass ich sagen würde. Ja, also die Themes ändern sich. Manchmal, jetzt hier ist es gerade halt ein Gras-Team. Achso, man kann die Schüsse übrigens auch aufladen. Dann kann man, ich weiß nicht, warum ich das gerade so komisch gesagt habe, aufladen. Dann kann man die ein bisschen anders schießen. Hier brauche ich gerade einen Murks. Den müssen wir schnell einsaugen, sonst ist der nicht besiegt, sonst verschwindet der. Und ich glaube, das war nicht so gut wie mein Rekord. Nein, okay. Ich habe den flotten Abschluss nämlich nicht geschafft. Schade, aber mache ich jetzt auch nicht. Und ich zeige euch das mal alles hier bis zum Boss. Ich zeige euch in diesem Part ein paar Level. Wie gesagt, das Spiel gibt es nur im eShop für den 3DS. Nintendo hat mir das freundlicherweise mal geschickt. Der Bär zählt als 2 Gegner mindestens. Da kann man dann durch mehrere Gegner durchschießen. So, und hier müssen wir hier rüber gehen und so schießen. Und ihr seht, je mehr Gegner man in der Reihe trifft, umso mehr Punkte gibt es auch im Combo-Verbund. Und es gibt auch Gegner, die darf man natürlich nicht einsaugen. Das sind nämlich diese Gegner, die böse werden, sobald man die ansaugt und nicht mehr einsaugbar werden. Das war Murks, das hätte ich anders machen können. Das war sehr gut. Alle erwischt. So, hier kommt die Boss-Area. Hier kommen Fliegen auf mich zu, wo ich jetzt erstmal schön fail und daneben schieße. Was jetzt doof werden könnte an einer Stelle, aber ich glaube, in der ersten Welt war das noch nicht so krass. Ah, da hätte ich den Dicken nehmen müssen. Saugen wir sie einfach ein. Wieder Murks jetzt. Ach, guck mal. Ja, jetzt habe ich wieder Murks gemacht. Okay, nehmen wir den 2er und schießen so. Geht auch. Also es gibt immer mehrere Wege, ein Level zu beenden. Es gibt immer einen perfekten Weg. Und hier haben wir auch den neuen Rekord mit 20 Punkten mehr. Sehr gut. So, hier haben wir immer einen Bossraum. Die Bosse sind immer unterschiedlich, je nach Welt. Und die Bosse sind dann nach einer kleinen Gegnermenge auch sofort da. Gehen wir erstmal so, so. Dann kommt der Gegner. Ist in dem Fall Lololo. Hieß er Lololo? Lololo, genau. Der hat so grüne Dinger. Und wir müssen ihn so abschießen. Das können wir nämlich einsaugen. Er läuft aber weiter, da muss man aufpassen. Denn kein Damage bekommen gibt ja auch eine Auszeichnung am Ende. Jetzt haut er noch hier die Stachis raus. Ich weiß gar nicht, wie die heißen im Kirby-Universum. Und eigentlich auch rote Steine. Ach nee, das macht er in einer... Ah, Moment, das zeige ich euch gleich. Es gibt nämlich von jeder Welt noch eine Dark World. Also eine schwerere Welt.
Das zeige ich euch gleich. Oh yeah, neuer Rekord. Sehr gut. Leider nicht die Top-Punkte, aber egal. Ja, und so hangelt sich das dann halt von Welt zu Welt zu Welt. Und man schaltet dann Level 1 plus, Level 2, Level 2 plus. So, Level 2 plus mache ich jetzt mal. Ich dürfte aber in Level 2 eigentlich alles auf Gold haben, ne? Ja, darauf habe ich nämlich geachtet, als ich es ein bisschen so rumgespielt habe. Hier haben wir Level 2, 1 plus. Das ist sozusagen die Nachtversion von Level 2. So wie ich das verstanden habe. Zumindest war es bei Level 1 so. Ja, genau. Das ist die Nachtversion. Hier haben wir jetzt Stachis rumflitzen und alles ist ein bisschen schwerer. So, da schießen. Das waren gute Punkte. So, wichtig ist, die Münzen einsammeln. Manchmal hängen an den Bäumen auch Früchte. Okay, ich glaube, das macht man so. Ja, ich glaube, das war die beste Lösung, die wir machen konnten. Ah, da wollen wir rüberhüpfen. Da wollen wir. Oh, mit sich durchhüpfen. Okay, ihr seht, das wird auch ein bisschen challenging, wenn man alles machen will. Oh shit, Moment, ich habe Angst. Ich möchte einen Zweier haben. Oder einen Dreier, okay, gut. Ich wollte auf jeden Fall alle einsaugen. Huh, okay. Oh, die haben mich ein bisschen erschrocken. So, ich kenne das Level, wie gesagt, noch nicht. Ich habe hier halt noch nichts gemacht. Oh. Ah, ich habe zwei nicht erwischt. Okay, das gibt schon mal die Auszeichnung für alle Gegner nicht. Was ziemlich ärgerlich ist. Ihr seht, es kommen immer die Gegner so, dass man sie eigentlich auch mit dem nächsten Gegner dann benutzen muss. Die krabbeln alle auf mich zu. Hier müssen wir warten, dass sie hochkommen. Sonst treffen wir sie nicht. Aber ich könnte trotzdem Gold bekommen, aber ich habe nicht alle Gegner besiegt. Von den Punkten her. Ja, wenn wir jetzt alle Gegner besiegt hätten, könnte es sogar sein, dass ich den nächsten Pokal bekommen hätte. Aber Gold ist so. Jetzt weiß ich, dass es besser geht, ist mein Problem. Aber ich bin erstmal mit Gold zufrieden. So. Okay, was haben wir hier? Pilzköpfe. Ah, das ist ja unangenehm jetzt. Nein, haut nicht ab, bitte. Könnt ihr abhauen? Ich weiß es nicht. Holy shit. Okay, das waren viele Pilze, die da kamen. Hier hinten ist dann eigentlich immer genau. Und die können auch werfen, mir die Gegner. Oh shit. Was habe ich da eingesaugt? Okay, ich habe irgendwas anderes eingesaugt. Ich wusste nicht, was ich da eingesaugt habe. Ich dachte, ich sauge jetzt die Tintenfische ein, aber dem war nicht. Hier, die darf man nicht einsaugen. Da die sonst böse werden. Das ist in den Kirby-Spielen immer so. Es ist ein Standardgegner, sag ich mal. Bei dem das bekannt ist, dass das so ist. Also wenn man Kirby gespielt hat, kennt man diese Gegner. So. Mal schön aus dem Schussfeld bleiben. Hier alles einsammeln. Oh Gott, das sind ja kleine. Ja, die haben mich jetzt getroffen. Das heißt, den keinen Schadenbonus. Ah, nein. Da habe ich jetzt angesaugt und jetzt verfolgen die mich. Kann man dann nur treffen. Und das Miese ist, die kommen jetzt zwischendurch halt random einfach mal mit rein. In den Gegnerschwaden. Und wenn man Pech hat. Oh, ich hätte den einsaugen müssen. Okay, machen wir es so. Sehr gut. Und wenn man Pech hat, tauchen die halt vor einem auf. Man will sie ansaugen und dann verfolgen die einen so ganz fies. Und wenn man seine Ruhe gelassen hätte, hätte man halt gechillt machen können. Das ist nicht der beste Pokal. Ich bin enttäuscht von mir. Egal, für manche Ebenen braucht man halt manchmal mehr Versuche und manchmal auch nicht. So, was haben wir hier? Hier darf man anscheinend nicht so oft springen. Oder man soll halt aufpassen auf. Ach, du brauchst überhaupt. Man soll halt aufpassen, dass man hier nicht getroffen wird. Ein Bärchen, dann kommt jetzt hier wieder. Oh shit, verkackt. Okay, saugen wir alle vier ein. Easy game. So. Next. Die Ebenen sind immer ganz mies. Da, guck mal, da oben sind nämlich jetzt die zwei, die nicht angesaugt werden dürfen. Und die kommen in Reihe. Oh shit, jetzt habe ich ein Problem. Ah, der haut ab. Okay, dafür kriege ich aber die Belohnung nicht, dass ich alle Gegner besiegt habe. Das ist ein Problem. Man kann auch vollgesaugt springen. Mache ich ganz gerne, wenn da Gegner waren. Die eventuell. Oh shit. Okay, einen habe ich nicht erwischt. Der haut jetzt ab. Ihr seht, die muss man sofort. Oh, mies. Die muss man sofort treffen. Wenn man zu lange wartet, hauen die ab. Okay, die fliegen. Ah, die verwandeln sich sofort. Okay. Gut, hätten wir das Level auch geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Ich würde sagen, bis zum Boss gehen wir noch. Aber Gold. Guck mal, aber nicht alle Gegner besiegt.
bis zum Boss gehen wir. Und dann soll es das für das Video auch schon gewesen sein. Denn... Ah, hier war... Ich weiß, was hier war. Hier war das Auge. Ich weiß nicht, wie er hieß. Ich habe seinen Namen vergessen, leider. Nein! Großer Fehler! Großer Fehler! Big mistake! So, oh, das waren gute Punkte. Jetzt kommt der Boss. Und zwar Krakut Junior Ultra. Eigentlich ist er nicht Ultra. Aber hier... Oh nein, ich habe seinen Stern nicht bekommen. Der macht manchmal so einen Stern am Boden. Damit kann man ihn dann abschießen. Und er huntet einen genau so. Egal, ich will jetzt eh nicht auf Perfect spielen. Wäre natürlich nice gewesen, aber schaffen wir nicht. Also dann willst du deinen Stern nochmal droppen hier, damit ich dich zweimal treffen kann. Eigentlich hat er, glaube ich, noch eine schlimme Phase. Oh Gott. Jeder im Leben hat seine schlimme Phase. Komm, drop deinen Stern. Drop den Beat. Oh nein, der Stern ist weg. So. Jetzt kommt seine nächste Phase. Wo er was tut. Ah, shit, das... Ah! Ich wollte springen. So, gib mir den Stern. Okay, einmal noch. Ich habe keine Heilung. Das ist nicht gut, was hier passiert. Ist nicht gut. Jetzt macht er wieder den Kram. Okay. Ah, er wird schneller. Okay, wir haben es geschafft. Puh. Glück gehabt. Nice. Okay, es wird, glaube ich, nicht Gold. Ich wurde zu oft getroffen. Das... Ah, Silber. Okay. Alle Münzen habe ich. Egal. So, und jetzt sehen wir dann, wenn wir Level 2 plus geschafft haben. Ich weiß gar nicht, ob sich dann Level 3 auch freischaltet. Ah, nee, 2 habe ich schon geschafft. Ne, dann müsste sich 2... Schaltet sich was frei? Nein. Auf jeden Fall, wenn man dann Level 2 gemacht hat, hat sich dann Level 3 freigeschaltet. Und so weiter und so fort. Und dann kann man hier das... Ach, guck mal, hier, es werden sogar immer mehr Level. Hier in Level 1 waren es 4. Level 2 hat auch 4. Und ab Level 3 werden es sogar 5 Level pro Welt. Also pro Stage, sag ich mal. Und hier stehen auch so Sterne rum, ich weiß gar nicht warum. Und ich wette, wenn man irgendwas das hier durchgespielt hat, kann man damit was machen. Was mit den Amiibos geht in dem Spiel, kann ich euch leider nicht zeigen, denn mein 3DS kann keine Amiibos einlesen. Mein Capture 3DS ist leider ein ganz alter Old 3DS und damals beim Capture-Einbau wurde, damit das passt, die Infrarotschnittstelle für einen NFC-Adapter ausgebaut. Das heißt, ich kann mit meinem Capture 3DS leider keine Amiibos benutzen. Aber das war Kirby's Blowout Blast im Nintendo eShop jetzt erhältlich. Schaut mal rein. Oder schaut mal im eShop vorbei. Und schaut euch dieses Spiel an. Das wollte ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dahin.